Hallo und herzlich willkommen zu meinem Espresso TV. Es ist ja jetzt nicht mehr ganz so kalt in den letzten Tagen. Allerdings fällt hier und da in der Republik doch noch einmal der Schnee. Und es kann auch sein, dass vereinzelt die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Wenn es mal wieder so richtig kalt wird, das ist ein Tipp, der erprobt ist in meiner eigenen Familie und ihr euch gegen Kälte schützen wollt, dann gibt es da natürlich viele Tipps und einen Tipp, den ich während der letzten Kälteperiode wirklich sehr, sehr gut umsetzen konnte, ist es nämlich, nicht mehr diese hier zu nehmen. Keine Fingerhandschuhe mehr, da ist ja jeder einzelne Finger und der Daumen sind da für sich und das wärmt natürlich, aber nicht optimal. Viel besser ist es, wenn ihr, ich habe hier mal so ein kleineres Exemplar, wenn ihr einen sogenannten Fäustling nehmt, der zurzeit eine kleine Renaissance erlebte zurzeit eine kleine Renaissance. Der Vorteil ist, dass die Finger alle gemeinsam hier sind und dass die sich dann noch gegenseitig wärmen. Wer mir nicht glaubt, der kann ja gerne mal den Test machen. Natürlich hat der Handschuh den Vorteil, dass die Finger besser, freieres Spiel haben. Auf der anderen Seite, wer es lieber warm mag und da Frauen ja etwas dünnere Haut haben als Männer, wird das wahrscheinlich sehr viele Frauen auch interessieren. Fäustlinge halten wärmer als Handschuhe. Das war's für heute. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen wieder hier bei mein Espresso TV. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss, wenn ihr wollt, bis morgen.